Sich's noch schwierig heute Morgen. Jo, das kommt doch schon mal gar nicht schlecht. Cool. Hallihallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer schon erkennen konntet, bin ich heute im Wald unterwegs. Ich habe meinen Hund dabei und meinen Kameramann dabei. Und ich habe mir heute überlegt, ich mache heute mal ein bisschen Makrofotografie. Makrofotografie mit dem 100 mm Canon 2.8. Und ich habe hier gerade eben schon eine wunderbar schöne Schnecke entdeckt, die sogar gerade ihre Fühler draußen hat. Und es ist einfach der Hammer. Also ich blende euch das mal ein hier, dass ihr das mal seht. Mega. Einfach mega. Und solche Sachen wollen wir natürlich heute fotografieren. Darum soll es heute gehen. Ich habe jetzt hier eingestellt, gerade auf einer Blende von 13, natürlich eine relativ hohe Blende, eine Verschlusszeit von 1/125, ISO 400 und bin mit meinem Blitz, dem Godox V1, unterwegs. Den habe ich auf volle Leistung gestellt. Und damit das Blitzlicht natürlich etwas gerichtet wird, habe ich mir hier eine Pringles-Dose genommen. Habe die Pringles-Dose aufgeschnitten hier vorne. Seht ihr das? Habe die hier vorne aufgeschnitten und habe hier vorne eine Alufolie davor geklebt, damit die Alufolie das Licht reflektiert und aus dem Schlitz vorne rauskommen lässt. So habe ich zusätzliches Licht und kann natürlich mit der ISO ein bisschen weiter unten bleiben, kann auch eine höhere Verschlusszeit wählen, gerade hier auch im finsteren Walde, wo der Schatten natürlich unser Gegner ist, was die Makrofotografie betrifft. Also ich fotografiere jetzt hier mal die Schnecke und Anja, komm schön her und Platz, bleib und Platz. So ist es fein.
Ah, auch das gehört dazu. Den Hund hat man natürlich auch dabei. Und den muss man natürlich auch neben der Fotografie beherrschen. Also ich fotografiere hier schön mal die Schnecke für euch und blende die Bilder dann ein und gehe auf die Suche nach dem nächsten Motiv. So, ich habe jetzt noch mal hier eine mikroskopisch kleine Schnecke entdeckt, die hier gerade hier vorne im grünen Bereich rumschwirrt. Also krass, echt Wahnsinn, was da gerade los ist mit der Schnecke. Ist der Hammer. Ich finde es mega cool. Nur um es euch mal zu zeigen. Also ihr seht, mikroskopisch klein, und die fotografiere ich jetzt gerade wieder mit dem 100 mm Makro. Also wichtig ist natürlich bei der Makrofotografie, wenn ihr sowas fotografieren wollt, ihr braucht definitiv entweder eine relativ hohe ISO oder ihr nehmt echt einen Blitz mit und habt dann viel, viel schönere Möglichkeiten, dieses Bild zu machen. Und ich habe mir eben, wie vorhin schon angesprochen, den Blitz hier, die Blitzröhre selber gebaut, um den Blitz, das Licht zu streuen. Warum jetzt aber so eine hohe Blende? Ich habe es beim letzten Video mit den Küchenschellen schon mal erwähnt gehabt. Verlinke ich gerne hier oben, warum man eine hohe Blende braucht. Und zwar, wir wollen ja so viel Tiefenschärfe wie möglich erreichen. Und deswegen, wenn ich jetzt mit einer 2,8er Blende fotografieren würde, dann wäre die Schnecke teilweise unscharf. Dann wären die Augen vorne scharf und kurz hinterm Auge wäre schon wieder alles unscharf. Deswegen versucht, so hoch wie möglich zu kommen. Denkt bei euren Objektiven daran, dass die Beugungsunschärfe dann nachher auch wieder mit eine Rolle spielt. Also nie ganz schließen, sondern irgendwo im Mittelfeld auch da. Kleiner Tipp, eure Objektive haben natürlich auch einen Schärfenbereich, wo das Objektiv am schärfsten ist, wo es am schärfsten abbildet. Und das ist meistens irgendwo bei 5, 6 und 13. Und da irgendwo zwischendrin solltet ihr euch bewegen. Und deswegen macht man das. Und das Bokeh wird trotzdem immer noch schön und saftig. Also ihr braucht euch deswegen keine Sorgen machen. Wir gehen so nah ran, dass das Bokeh trotzdem noch schön weich wird. Aber ich gehe jetzt hier an die Schnecke ran und ich zeige euch dann auch noch die anderen Bilder, die ich heute hier im Wald so gemacht habe. Und natürlich macht es auch immer wieder Spaß, hier im Wald
Hier liegt zum Beispiel so ein Fussel vom Baum oben, der runtergekommen ist. Und das macht natürlich auch immer wieder Spaß, solche Sachen gerade in so einem grünen Kontrast zu fotografieren. Ja, geht da einfach mal raus. Nehmt euch mal eure Makros in die Hand und geht einfach mal her und versucht hier mal so ein bisschen das Grünzeug zu fotografieren. Auch das kann man dann hier, diese kleinen Buschwerke hier, kann man richtig schön in Szene stellen, als wie wenn sie große Urwälder wären. Also raus mit euch, Makro in die Hand, Blitz gebaut und los geht's. Das mal ein kleiner Exkurs, mal weg vom Bodensee, mal in den Wald rein, um ein bisschen Makrofotografie zu machen. Wir reden jetzt hier noch nicht von Feld und Wiesen, sondern vom Wald. Hier gibt es so viele Lebewesen und das Geile ist, wenn du an so einem Platz hier etwas verweilst und da ein Motiv gefunden hast, du findest immer mehr Ameisen, dann eben jetzt hier gerade noch so ein kleines Tier, sieht fast aus wie eine Spinne oder eine Zecke oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ich blende es einfach ein. Ihr guckt selber, was es eventuell sein könnte. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was das für ein Tier gewesen sein könnte. Leider so mini klein, dass ich es fast nicht hundertprozentig scharf gebracht habe. Aber ja, auch mit Blende 13 wird es dann echt kritisch irgendwann. Da sollte man sich dann überlegen, ob man dann nicht eventuell ein Nano-Makro-Objektiv hinzuzieht. Laowa hat da zum Beispiel richtig coole Nano-Makro-Objektive. Anea, bleib schön hier. Laowa hat da zum Beispiel echt coole Nano-Makro-Objektive im Angebot. Guck da gerne mal rein. Vielleicht ist auch das ein oder andere da für euch dabei. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen, das kleine Video mit Makrofotografie. Merkt euch, nehmt einen Blitz mit, baut euch so eine Röhre, um mehr Licht auf euer Motiv zu kriegen. Guckt anhand von der ISO, wie ihr es einstellen müsst, macht 2, 3 Fotos als Probefotos zum Makrofotografieren. Merkt euch, nehmt euch einen Blitz mit, baut euch so eine Röhre. Es muss nicht der Makroblitz sein von Rollei, egal wie sie alle heißen. Sorry, Rollei, dass ich euch gerade genannt habe. Aber, oder Newer, oder. Godox, egal, es gibt so viele Blitze,
die Makroblitze sind. Das muss nicht unbedingt der sein. Für den Anfang reicht es auch tatsächlich mit dem, was ich hier gebaut habe, Pringles-Box zu nehmen. Ihr könnt da auch einen rechteckigen drumherum, dann schneidet er halt ein bisschen ein, so wie ich es hier auch gemacht habe. Die waren ein bisschen zu klein. Ich habe es dann eingeschnitten und habe es mit Panzertape geflickt. Genau. Nehmt auf jeden Fall da einen Blitz mit. Merkt euch dann noch, dass ihr natürlich eine Makrolinse braucht. Ob das jetzt ein 35er ist, ein 85er ist, ein 100 mm ist, ein 135er, ein 105er, egal was. Nehmt eine Makrolinse mit, klar. Sonst macht es keinen Sinn. Die Canon Makrolinse ist natürlich 100 mm ist natürlich besonders gut. Also die hat natürlich ihre Berechtigung auf jeden Fall. Und dann macht eben, wie gesagt, 2-3 Probebilder mit der ISO, stellt das alles richtig ein. Achtet bei der Blende einfach drauf, dass ihr ziemlich geschlossen seid, so weit wie möglich geschlossen, sodass ihr scharfe Bilder hinkriegt und wirklich eindeutig, hundertprozentig durchgängig scharfe Bilder hinkriegt, damit das einfach schön aussieht in der Makrofotografie. Schaut gerne mal noch auf meinem Insta oder auf meiner Homepage vorbei. Und natürlich gilt, hat euch das Video gefallen, Daumen nach oben, hat euch mein Kanal inspiriert, dann lasst gerne ein Abo da und dann auch gerne eine Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, bleibt gesund, euer Dennis vom Bodensee. Oha, die Mücken, ja. Auf die müsst ihr natürlich auch gucken. Die sind auch da. Und schützt euch, Antibrumm, egal was. Und nicht vergessen, abends nach Zecken gucken. Wie gesagt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao.